Eigentlich ist Pierre der Mann meines Lebens, aber in unserer Familie lag auf der ersten Ehe schon immer ein Fluch. Willst du mir etwa erzählen, dass du an diesen Quatsch glaubst? Nein. Trotzdem bin ich froh, der Zweite zu sein. Damit ich ihn doch heiraten kann, schmiedeten meine Schwester und ich einen Plan. Du kommst erst zurück, wenn du verheiratet warst und geschieden bist. Schnapp dir den ersten Idioten, den du finden kannst und ab geht's. Ich habe gerade mit meinem Freund Schluss gemacht. Die gute Nachricht ist also, ich bin wieder allein. Jedenfalls besser allein als in schlechter Gesellschaft. Oh nein. Jetzt haben sie mich verunsichert. Jean-Yves, gucken Sie mal. Und? Ich meine, ja, ich... Oh, weiß hier. Und wie? Dir ist schon klar, was wir hier machen? Ja. Wahnsinn, du hast es gemacht. So, jetzt habe ich aber richtig Appetit. Ich sterbe vor Hunger. Ich überlasse dir das Ziehen. Nein. Kein Shishi zwischen uns. Der spinnt. Das ist nur eine große Schmusekatze, verstehst du? Mir Zeit zu geben, um es ihm zu sagen. Ich hab nachgedacht. Ich werde es. Ist das alles klar? Mhm, super. Oh mein Gott. Brauchen Sie noch einen neuen Termin, Monsieur Berthier? Wiedersehen. Wiedersehen. Ich benehme mich wie das schlimmste Miststück. Und er guckt mich nur an mit seinen Labrador-Augen. Wie ich glauben konnte, dass sich eine Frau wie Sie für einen Typen wie mich interessiert? Das war dämlich von mir. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist der Hochzeitsstress. Das ist normal. Alles wird gut. Euch werden Menschen begegnen, die nicht begreifen, was ihr Männer durchgemacht habt. Auf euren Schultern lastet nun